Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute schauen wir uns mal an, was Grizzlyfy Neues zu bieten hat. Viel Spaß beim Schauen. Lange ist es her, wo wir über Grizzlyfy gesprochen haben. Nun gibt es ein neues Feature und es wird höchste Zeit, mal drüber zu sprechen. Ich möchte heute nicht so sehr in die Tiefe von Grizzlyfy einsteigen. Wenn du hier noch Fragen hast oder nicht weißt, wie das Ganze funktioniert, schau dir gerne ein vergangenes Video von mir an. Heute geht es wirklich hauptsächlich um das neue Feature. Das Ganze ist noch nicht draußen, dementsprechend kann es sein, dass du jetzt aktuell noch günstiger einsteigen kannst und vielleicht davon profitierst. Wo wir natürlich beim Disclaimer sind, das Ganze ist weder eine Anlageberatung noch eine Anmeldeberatung. Noch sonst irgendwas. Ich habe auch keine Kooperation und sonst nichts. Das Einzige, wovon ich eventuell profitieren kann, ist, wenn du dich über den Link in meiner Videobeschreibung eben hier anmeldest bzw. was stakest. Aber das Ganze ist dir überlassen. Ich freue mich mindestens genauso über eine Bewertung und einen Kommentar, damit natürlich auch der Kanal hier weiterkommt. Du siehst auch schon hier den Hub. Ich möchte heute nicht darauf eingehen, wie gut das Ganze gelaufen ist oder wie schlecht und was ich verdient habe. Dazu gerne in einem anderen Video mehr. Du siehst auch hier oben den Freezer. Den habe ich damals auch vorgestellt. Du siehst diese ist inzwischen geschlossen, weil, wie du vielleicht schon gesehen hast, es eine Version 2 gibt. Hinter Version 2 versteckt sich auch das neue Feature und das schauen wir uns natürlich jetzt mal gemeinsam an. Und zwar, wenn du hier einfach runter scrollst, dann siehst du hier die verschiedenen Level und dich lachen schon die ersten Karten an. Was sind das für Karten? Natürlich mal wieder Debitkarten mit einer Kooperation von Mastercard. Du siehst also, es wird immer häufiger so sein. Du hast dann hier auf der linken Seite den Freezer. Das Ganze funktioniert im Endeffekt wie bei Crypto.com auch. Du kannst hier deine Coins staken, im Endeffekt hier diese G-Honeys, du gibst dann ein, okay, ich möchte zum Beispiel die Stufe 2, ich möchte 10 Stück haben. Im besten Fall magst du auch mich unterstützen und gibst dann eben hier den Code Kryptorentner ein und dann kannst du ganz einfach hier auf Freeze gehen. Du siehst, das Ganze ist für 6 Monate gesperrt und du bekommst aktuell knapp 25%, wo wir wieder beim Thema sind. Aktuell kannst du ein wenig vergünstigt hier einsteigen, denn du siehst, der Kurs ist aktuell bei knapp 13 Euro. Wenn du eben hier mal auf die 3 Monate schaust, er ist jetzt stark gefallen, also möglicherweise ein guter Einstiegspunkt. Du siehst, zu Beginn war er irgendwo zwischen 200 und 300 Euro, aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Falls du sagst, okay, es ist ein guter Einstiegspunkt und ich möchte die 25% mitnehmen, dann eben jetzt die gute Möglichkeit. Ich glaube oder könnt mir vorstellen, dass wenn die Karte dann wirklich draußen ist, dass das nochmal um ein paar Prozente hochgeht, aber wie eben schon erwähnt, das Ganze ist keine Anlageberatung und sonst nichts. Nur nochmal kurz zum Verständnis, du zahlst hier die Münzen ein, gibst den Code ein und kannst dann hier das Ganze für 6 Monate sperren und dann schaltest du sozusagen diese Karte hier frei. Natürlich, du musst zuvor auch nochmal ein KYC machen. Nicht, weil Grizzlyfy jetzt auf die Idee gekommen ist, okay, da haben wir jetzt Bock drauf. Nein, natürlich, wenn du hier eine Karte, eine echte Debitkarte haben magst, dann musst du dich verifizieren und dann musst du eben hier auch das KYC durchgehen. Ich denke, wenn du so eine Karte möchtest, dann ist das Ganze auch legitim. Ansonsten siehst du, ich habe Stufe 1 schon erreicht, ohne dass ich was gemacht habe, weil das Ganze ab 0 läuft. Du siehst eben 1% Cash. Du bekommst dann hier auch 1% Sign-Up-Refill, also das heißt, wenn sich hier die Leute anmelden, dann bekommst du 1% zusätzlich, also im besten Fall 2%. Leider gibt die Anleitung hier noch nicht wirklich viel her. Du siehst zwar, in Phase 4 ist dann eben diese Karte angegeben. Ich habe aber diese Infoseite nirgendwo finden können. Falls ich sie finde, ergänze ich sie natürlich nochmal, sprich welche Gebühren, welche Bedingungen und so weiter. Da wird es auf jeden Fall nochmal ein Update-Video geben. Ansonsten siehst du, bei 10G Honey bekommst du 2% und im besten Fall nochmal 2%, also 4%. Und dann siehst du auch schon hier die goldene Karte mit 100 G-Honey. Hier gibt es dann 4% und 5%. Und dann gibt es auch nochmal Platin mit 6 und 7%, sowie die Black für 10.000 mit 8 und 10%. Du siehst hier auf der linken Seite, wie viele Leute du eingeladen hast, beziehungsweise wie viele ich eingeladen habe. Du siehst, ich befinde mich bei diesem 1%, habe aber auch noch 0 Leute eingeladen, somit bekomme ich nichts. Wenn du also sagst, okay, ich möchte das Ganze im Freundeskreis streuen oder ähnliches, dann kann es sich für dich lohnen. Kannst du dir definitiv mal überlegen, weil 2% für lau ist natürlich schon mal nicht schlecht. Sobald die Karte dann wirklich draußen ist, ich alle Bedingungen und alles kenne, wird es natürlich nochmal ein Vergleichsvideo geben. Hier ist natürlich die Frage, die sich stellt, wie sinnvoll ist das Ganze? Glaubst du an Grizzlyfy? Sympathisierst du mit Grizzlyfy? Möchtest du diesen Grizzly Honey eben hier haben? Wenn du das haben möchtest, dann kann sich die Karte lohnen. Wenn du sowieso auf der Suche nach einer zweiten Karte warst, zum Beispiel,
um sie der Frau mitzugeben oder den Kindern mitzugeben, so nach dem Motto, hier, falls was ist, habt ihr eine Backup-Karte, da sind zum Beispiel 20 Euro drauf, da könnt ihr euch ein Taxi nehmen oder bei der nächsten Eisdealer ein Eis kaufen, ohne dass ihr Barmittel dabei haben müsst, dann kann das Ganze sich vielleicht für dich lohnen, weil du dann sagst, okay, ich habe eine zweite kostenlose Karte, ich gebe sie jemandem mit als Backup, habe immer die Übersicht, bekomme aber auch als Bonus noch Cashback. Es soll auch Apple und Google Pay kommen, also wie du weißt, ich als Apple-Fan würde das Ganze begrüßen. Mit Mastercard ist das Ganze auch nicht unrealistisch, das haben wir ja bei Nexo auch bereits gesehen. In dem Sinne soll es das mit dem Video gewesen sein. Ich bin gespannt, wie dein Feedback zu der Karte ist. Findest du es gut, dass es hier die Karten gibt oder eher nicht so gut? Wirst du dir eine Karte holen oder nicht? Sobald es dann neue Informationen gibt, mehr Details und Co., dann wird natürlich hierzu ein Video folgen. Ansonsten sehen wir uns selbstverständlich spätestens morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorente. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts.